Hallo und herzlich willkommen zu Dropcast, dem Podcast von DropMag. Ich bin Julia, das ist Tom und wir freuen uns sehr, wie immer, euch jede Woche News aus Film und Fernsehen präsentieren zu können. So ist es, so ist es, Freunde, da draußen. Und zwar, du kannst auch geil übrigens, du kannst das so zeigen dann zu mir, komm mal, ne? Ich bin, warte, Anrichtung. Du bist so lang und ich bin da lang. Ich gucke mit Film. Richtig, genau. Ich weiß, es ist hart, aber zu verstehen, weil die Leute da draußen wissen ja nicht, wie wir das hier machen. Ich hab ja mal OBS Studio am Start und da kann ich ja kontrollieren, was man so sieht, beziehungsweise was dann im Video rauskommt. Aber Julia sieht das nicht, also nur so als Info für euch da draußen. Aber was Tom eigentlich sagen will, ist, wir haben den Podcast bei euch überall, da wo ihr Podcasts hört. Wir haben Videos bei euch auf YouTube, da könnt ihr uns gerade zum Beispiel sehen, wie wir rumquirlen. Und wir sind auch bei Instagram unter @dropmagofficial zu finden, wenn ihr mehr live und in Farbe ständig um die Ohren gehauen kriegen wollt. Dafür ja, damit ihr auch ja genug von uns habt. Jegliche Variante. Apropos Dinge um die Ohren hauen. Es gibt News von dem Zack Snyder Cut von Justice League. Tom, bitte, es interessiert dich. Erzähl uns was darüber. Ja, wie ihr mitbekommen habt, interessiert sich Julia dafür null. Aber der Snyder Cut ist auf jeden Fall ja eine interessante Sache. Und ich habe hier mal die erste Sneak-Teaser-Preview von Zack Snyder selbst rausgebracht, für euch eingeblendet. Und da könnt ihr schon sehen, Darkseid ist zu sehen und Gal Gadot natürlich in der Form. Und das ist natürlich ein sehr cooler Charakter aus diesem Universum. Und ich freue mich drauf, diesen zu sehen. Die Frage ist nur, weil es ja bei dem Ganzen halt eine Originalstory gab von Zack Snyder, ob die wirklich auch so umgesetzt wird und total anders ist als die Variante, die wir von, sag ich mal, die von Joss Whedon, war das glaube ich, ne? Joss Whedon, zu Ende geführt hat, genau. Da bin ich gespannt. Ich glaube, Zack Snyder kann da was reißen. Ja, gibt es eigentlich viele Reshoots, weißt du das? Es gab keine Reshoots. Es gab keine Reshoots. Das war ja das alles, was sie gedreht haben, bloß dann das Studio meinte, nö. Und dann hatte er die familiären Probleme. Die bestellen gerade tatsächlich auch die Stars ein für Reshoots und dadurch wird es richtig teuer. Gut. Nein. Weil das wäre nämlich auch Geld gewesen, das man für andere Filme hätte ausgeben können. Zum Beispiel für den nächsten Film. London wird dieser Film heißen und er klingt großartig. Es ist ein neuer High-Concept-Thriller mit our beloved Oscar Isaac in der Hauptrolle. Wir sprechen ja ständig über Oscar Isaac hier. Große Fans. Ben Stiller wird Regie führen. Was richtig krass ist, oder? Schon, ja, und dann denkt man sich so, macht Zoolander 2 wirklich ein gutes Portfolio für High-Concept-Thriller? Zoolander war großartig, Tropic Thunder war großartig und so weiter und so fort. Tropic Thunder war nicht großartig, Großartig. Großartiger Film. Super Satire. Und aber viel wichtiger ist, Eric Ross wird das Drehbuch schreiben und den kennen wir zum Beispiel aus dem Film A Star is Born, dem neuen Dune-Film, Forrest Gump. Und das Ganze wird basieren auf einer Short-Story vom norwegischen Thriller-Autor June Nesbø. Wie auch immer. Das heißt, hier ist ganz viel möglich und es klingt großartig und hätten wir auch wahrscheinlich über jeden Film mit Oscar Isaac gesagt. Okay, gut, aber was also ich meine, Ben Stiller? Großartiger Typ, ich weiß gar nicht, was du gegen Tropic Thunder hast. Hallo? Mal davon abgesehen, dass Robert Downey Jr. Blackface. Siehst du, dann hast du den Film nicht ordentlich geguckt und beziehungsweise die ganzen, was dafür steht und was dahinter ist, nicht angeschaut. Weil das ist nämlich auch von Black Actors approved und trägt zur Satire bei, um das beziehungsweise anzuprangern, was damals gemacht wurde, beziehungsweise was manche Schauspieler machen, um Rollen zu bekommen und das so zu halten. Und vor allen Dingen auch dem Whitewashing sozusagen eins auszuwischen. Ich erinnere mich wirklich düster. Tropic Thunder ist lange her und ich glaube nicht, dass ich ihn nochmal schauen will, verglichen mit also all den Filmen, die man sonst mal gucken könnte. Deswegen bin ich einfach gespannt auf Ben Stillers neuen Regie-Film. Ja, sei gespannt. Ich bin auch gespannt. Ben Stiller hat auf jeden Fall Zeug zu einem coolen neuen Film, der auch, wie gesagt, halt das High-Concept-Thriller-Format füllen kann. Weniger High-Concept klingt der nächste Film, den wir euch vorstellen wollen, nämlich The Miracle Club, in dem Maggie Smith, Kathy Bates und Laura Linney, drei ausgezeichnete Schauspielerinnen, in einer Dramödie spielen werden über drei Frauen der Arbeiterklasse, die eine Pilgerfahrt nach Lourdes machen. Das gibt so eine Madonnenerscheinung in Lourdes. Und es geht um Frau und Freundschaft, aber eben um sich selbst entdecken und so weiter und so fort. Im April sollen die Dreharbeiten beginnen. Regie übernimmt der ihre Thaddeus O'Sullivan und überhaupt eine sehr männliche Crew dahinter. Deswegen
bin ich zwar gespannt auf den Film, weil diese drei Frauen als Ensemble, die machen mir schon Lust. Ob der Film was taugt, werden wir dann sehen. Okay, dann weiter geht's mit einem weiteren Film, der. Ich lasse das mal unkommentiert stehen hier, hallo. Nichts zu sagen dazu. Ja, Okay. naja, ist halt so, ist halt ein Film, ne? Ach, Frauenfilme, ne? Das, nee, Wen das habe ich interessiert überhaupt gar Frauen? nicht damit sagen wollen. Ist aber, keine Ahnung, hat sich jetzt, ja. Ich habe nur einfach die Liste gesehen, über die wir heute sprechen, und dachte, wir müssen irgendeinen Film, in dem mehr als eine Frau drin vorkommt, auch nochmal heute Na, anreichern. ah ja, und The Witch ist doch dabei später noch. Ah ja, Aha, genau. Erzähl doch bitte. Von. Train to Busan, das Sequel kommt raus. Peninsula heißt das Ganze. Also der erste Teil, Train to Busan, ist der erste Teil in dieser Serie und der ist ja ein unglaublich guter Horrorfilm gewesen. Also das war in so den letzten Jahren einer meiner Lieblingshorrorfilme, der rausgekommen ist und es geht halt natürlich um Zombies hier in dem Falle, die auch in eine richtig gute Art und Weise dargestellt werden und auch, weil allgemein ja Zombie-Filme immer versuchen, immer was Neues hinzuzufügen und das hat der Film für mich definitiv getan. Und der Trailer sieht auch wunderschön dazu aus, beziehungsweise wunderschön ist vielleicht übertrieben in dem Zombie-Kontext, aber er sieht auf jeden Fall nach einem sehr guten Film aus. Ich habe richtig Bock drauf. Und es könnte, wenn der Trailer, wenn der Film so wird wie der Trailer, dann hat er sogar Chancen, dass seinen ersten Teil zu überstimmen und ein sehr gutes Sequel zu werden, was besser ist als der erste Teil. Und man muss auch sagen, es war auch Peninsula, war auch Teil der Cannes, der offiziellen Cannes Selection. Und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, sowas. Ich habe, wie gesagt, damals Train to Busan auf dem Fantasy Filmfest gesehen und ich habe richtig Bock auf diesen Film. Ich kann das nicht mehr erwarten, bis er nicht rauskommt. Und beste Line aus dem Trailer auf Koreanisch ist: Hop in if you want to live. Mal kleine Hommage an Schwarzenegger hier, ne? Den Terminator. Dazu hast du nichts zu sagen, Julia, oder was? Das soll ich nicht zu sagen, aber benutzt halt mehr Züge als Flugzeuge. Hop in, if you want to live. Ja, Das ja. ist auch mal Öko-Statement. So Öko-Statement. sieht's aus. Okay, dann geht's weiter mit unserem nächsten Film. The Rental heißt er. Und der geht so ein bisschen in so eine Thriller-Richtung. Und das Ganze ist nämlich das Regiedebüt von Dave Franco, der ja der Bruder von James Franco ist. Sonst aber eigentlich nicht viel übrigens. Er hat noch ein bisschen schauspielerische Leistung erbracht, aber ansonsten ist er erstmal nur der Bruder von. Übrigens finde ich, dass der Trailer, den wir euch auch in die Shownotes packen, exakt aussieht wie der Trailer von letzte Woche, diesem neuen Film mit Kevin Bacon Ich habe und es noch dem nicht geschafft zu Haus. gucken, übrigens, aber ich. Wirklich exakt der gleiche Trailer. Es ist irgendwie so, man kommt in ein Haus und irgendwas ist gruselig, nur dass der Film mit Kevin Bacon besser aussieht. Findest, also Na, ich also hier finde, ist auch so, die Idee ist wirklich ja. nur, jemand wird beobachtet, so eine Voyeur. Horror-Thriller hat man doch eigentlich auch schon tausendfach gesehen. Deswegen. Naja, ich werde es mir trotzdem gleich mal angucken, weil ich mag Dan Stevens sehr gerne und Alison Brie natürlich sowieso. Und dies Jahr übrigens, ich wusste das gar nicht, dass die verheiratet ist mit Dave Franco. Und deswegen ist sie natürlich in der Hauptrolle. Vetternwirtschaft lässt Ja, so grüßen. läuft's. Ist auf jeden Fall erhältlich auf Video on Demand ab dem 24.07. Und wahrscheinlich dann auch in vereinzelt in einigen Kinos zu sehen. Also checkt's aus. Es, denke ich mal, lohnt sich bei diesem Film auch, wie vielleicht beim Kevin Bacon-Film einzugucken. Aber da wird es auch demnächst nochmal die Review zu geben. Viel spannender finde ich stattdessen Trial of the Chicago 7. Der wird jetzt von Netflix gekauft. Das ist ein sehr heißer Oscar-Kandidat. Wir haben ihn euch, glaube ich, schon vor Monaten mal vorgestellt. Es wird darin um die sogenannten Chicago 7 gehen, eine Gruppe von Aktivisten, die gegen den Vietnamkrieg demonstriert haben während der Democratic National Convention. Und das Ganze ist deswegen gerade so ein total krasses Thema, weil es war ein friedlicher Protest, der aber in krasser Gewalt ausartet, weil eben Polizei und National Guards beteiligt sind. Und wen das jetzt an die aktuelle Situation in den USA erinnert, deswegen will Netflix den Film auch unbedingt noch vor der Präsidentschaftswahl im November rausbringen, um da sozusagen ein bisschen politisch zu zündeln. Ja, Reibungspunkte sind natürlich immer da und das ist natürlich auch sehr stark besetzt, dieser Film. Zum Beispiel Eddie Redmayne wird vorkommen, Sacha Baron Cohen kommt vor, Frank Langella, der auch sehr bekannt ist, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton und Jeremy Strong, auch der aus Succession. Also genial, ich freue mich auch auf die neue Succession-Staffel, deswegen, wo er auch drin sein wird, das ist halt unglaublich gut. Und ich freue mich auf diesen Film. Es hört sich sehr, sehr Oscar-würdig auf jeden Fall an.
Richtig, The Trial of the Male Chicago 7. Ja, aber die Frage ist natürlich, ne? Ja, genau, es ist natürlich ein historischer Film und da kann man nichts machen, so. Aber es ist dann immer, weißt du, das, für mich ist immer so diese Sache, jetzt ne, mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir hier immer uns euch die Filme vorstellen und ich rede dann ganz viel, stundenlang über Filme, in denen hauptsächlich Männer inszenieren, dann ist das Film, dann kriege ich immer irgendwann so diesen Feminazi-Rappel, wenn ich das jetzt mal. Ja, kann ich verstehen. Aber da kannst du ja leider nichts dafür. Also, beziehungsweise, wenn leider nicht so viel produziert Nee. wird. Aber wir versuchen ja, wir versuchen es doch immer möglichst gut zu halten. Ausgeglichen. Ja, Deswegen hatte gut. ich ja auch das wundervolle Gespräch am Freitag, beziehungsweise in der letzten Woche mit Victoria Casanova und Matt Griffin. Also, ich habe natürlich die Balance versucht zu halten in meinem Movie-Poster-Talk. So ist es. Kleine internalisierte Werbung hier. Plug an dieser Stelle. Ja, unsere nächste Sache ist aber natürlich auch sehr weiblich, auch wenn das natürlich Julia wieder nicht so gerne sieht, wie weiblich bezeichnet wird. In dem Falle Arya and the Witch, heißt ja nicht Arya and the Sorceress. Finde ich mich nicht schlimm, weil Witch und Hexe, das sind Kampfbegriffe von uns Frauen, deswegen geht das schon klar tatsächlich. Viel schlimmer ist, dass diese ersten Bilder, die wir jetzt vom Studio Ghibli rausgebracht werden, katastrophal Findest du aussehen. auch, ja, Na, du oder? hattest ja auch schon, ja, du hast auch schon, bist da überhaupt nicht überzeugt. Und ich finde auch irgendwie, das sieht aus wie diese ganzen Barbie-Filme, die morgens bei RTL Ja, laufen, ich so finde auch, vom dass Gefühl her. wie heißt der Kanal? Super RTL? Super RTL war das früher doch immer, ne? Ja, So sieht das aus, oder? genau. So wie die Pyjama Gang oder sowas. Ich weiß nicht, ob das gut wird. Ich weiß auch noch nicht genau, ob es das braucht, dass eine so geliebte Machart wie die von den Filmen vom Studio Ghibli sich völlig verändert und gefühlt dann halt hinter dem 3D, der 3D-Technik zurückbleibt, die mittlerweile etabliert Ja, ist. das frage ich mich allerdings auch. Ich finde es auch, es sieht echt furchtbar aus, ne? Also ich hoffe, der Film holte einiges raus und das sind hoffentlich nur die Standbilder, die einfach scheiße aussehen und wenn sich wirklich bewegt, nochmal was Besseres ist. Und ich meine, wir haben ja Connected damals schon gezeigt und ich glaube, Connected wird das Ganze, das ist ja Sony, glaube ich, Sony ist dahinter und das wird das Ganze nochmal pushen, also was animierte Sachen angeht. Und Ghibli wirkt da eher wie gesagt, 2005 hat angerufen hier. Ja, schrecklich. Also, wir hoffen natürlich das Beste. Als überzeugte Ghibli-Fans denken wir, so schlimm kann es ja nicht werden. Wenn, dann sieht es ja scheiße aus, aber trotzdem noch ein toller So ist Film. es, hoffen wir es. Obwohl Ponyo, ei, ei, ei. Na, Es mal gab auch nicht gucken. alles groß. Ich habe hier Poco Rosso habe ich auch nicht so sehr gemacht, muss ich sagen. Nee, aber das sind auch die Ja, 80er. ja. Naja. Gut. Weiter geht's mit einem Film, auf den ich wirklich auch sehr, sehr gut freue, sage ich schon, sehr, sehr freue. Sehr, sehr guter Film, auf den er sich sehr gut freut. Ich kann mich Sehr ganz gut gut darauf genug, freuen. sehr gut. Qualitativ sehr guter Film. Ja. One Night in Miami, One Night in Tom. Miami hört sich an wie ein Will Smith-Film, aber ist es nicht. Ja, Amigo, genau das ist, was er sagt. Erste Bilder. ich war 12 und konnte noch Ach kein so, Englisch. ich dachte, das ist immer Ihr noch, was du kennt denkst, das dass das doch. so ist. Nein, aber ihr wisst das doch, Ja, wie man ja. sich früher immer bei englischen Ja, Musiken verhört Agatha hat. Power, oder wie ist das nochmal hier? Agatha Ja, Bauer? Eichhörnchen Ja. Sheriff, Eichhörnchen Ist Sheriff, großartig. but I und so weiter. Jedenfalls, da gibt es übrigens auch ein lustiges Video, weil ich letztens hier von O Fortuna, von hier Orff, oder ist es Orff, ne? Karl Orff, ne? Ja, das klassische Stück hier, O Fortuna kennst du Du hundertprozentig. meinst den Komponisten aus dem 20. Jahrhundert, Karl Orff. Ja, Ich verstehe, okay, genau. ja. Das klassische Stück und da gibt es nämlich so, was die Leute verstehen, was dieser Chor oder der Chor singt halt, ne? Irgendwie Fish and Tuna oder irgendwie something like that irgendwie. Da gibt es ein YouTube-Video. Vielleicht packe ich es noch in die Shownotes. Ich suche es nachher mal raus. Aber es ist auf jeden Fall sehr amüsant. Zurück zu unserem Film. Eigentlich wollen wir aber über Regina Kings, Alter, was ist heute wie los mit schlimm heute, uns? Regina Kings Regiedebüt reden. Regina King, habt ihr euch noch im Kopf, die hat vor 2 Jahren, glaube ich, einen Oscar, oder Ja. jetzt ja, vor 2 Jahren den Oscar für die beste Nebenrolle bekommen und macht jetzt einen Film. Und dieser Film wird eine reale Geschichte zeigen, nämlich eine sagenumwobene Nacht in Miami, wo die Boys Cassius Clay, Malcolm X, Jim Brown und Sam Cooke ein Treffen So ist haben. es. So, und das Ganze ist die Geburtsstunde von vielen Dingen. Ihr hört schon, wir sagen Cassius Clay und nicht Muhammad Ali, weil das kommt erst danach. Also super, super spannend. Auch ein zeitnaher Film, den wir gerade
dringend brauchen, so viele Frauen an die hinter die Kamera wie möglich, sage ich mal. Ja, ich Klingt bin echt gut. gespannt. Vor allen Dingen halt auch, ne, also die Aspekte, die da so zu sehen sind, halt, ne, Cassius Clay als Boxer, ne, der also Muhammad Ali dann später wird und da halt schon auch eine ne Menge Feedback gibt, wie auch zum Beispiel jetzt in der Five-Platz halt, ne, dass er da oft gefeatured war. Malcolm X sowieso ganz wichtig und Jim Brown als Footballstar und natürlich Sam Cooke als Sänger. Also wirklich verschiedenste Bereiche, die abgedeckt werden und sich auf diese, sag ich mal, auf die Veränderung der Welt einlassen wollen und da wirklich aktiv was tun wollen für. Und das finde ich Und ich echt finde auch nice. die Prämisse des Films, ne, diesen Ja. einen Abend zu zeigen, das heißt viel zum, also als ein Dialogfilm wird das werden. Das finde ich toll. Genau. Also Also davon Privates brauchen wir einfach auch wird noch ein natürlich auch bisschen viel mehr. Privates natürlich drin sein und ich finde halt auch wirklich da interessant, also das ist ja wirklich passiert, ne? Also das ist ja eine True Story, also außer ne, die Gespräche werden natürlich fiktional wahrscheinlich sein. Das ist wirklich echt geil. Also ich hab richtig Bock auf den Film. Das könnte auch was sehr Großes werden, meiner Meinung nach. Denke ich So, auch. nächster Film. Ist Alpha Gang. Next. Alpha Gang. Hört sich auf jeden Fall komisch an, aber es ist auf jeden Fall eine Yes. Sci-Fi-Comedy. In der Hauptrolle ist Jon Hamm, Steven Yeun und Nicholas Hoult, die man ja auch aus, ich meine, Walking Dead, Mad Men und hier. Wie ist es hier? Katharina die Große? The Great? Heißt es, glaube ich, so die neue Hulu-Serie? Da ist er auch drin. Nicholas Hoult, aber auch als Beast von X-Men bekannt. Und der Film wird von David und Nathan Selner gemacht und die sind ja auch im Indie-Filmbereich recht bekannt. Und die Prämisse des Ganzen ist es, dass es Aliens sind, die auf die Erde kommen, um die Erde zu erobern. Und dabei müssen sie sich natürlich tarnen und geben sich als Biker-Gang aus. Und während sie halt diese Biker-Gang sind, entdecken sie dann hier ihre Gefühle, so wie Angst, Liebe, hier Joy, also froh sein und so weiter und so fort. Also ein bisschen Inside Out auf Aliens. Und das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, diesen Film zu sehen und was es dann wird. Und in den Nebenrollen auch starke Frauen vertreten: Mackenzie Davis, Sophia Boutella, Andrea Riseborough und Charlotte Ginsburg. Und das ist halt wirklich Gainsbourg. Ginsburg. Ja, okay. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Cast. Und wenn es eine Comedy wird, ich bin echt gespannt, wie das umgesetzt wird. Das hört sich gut an. Es ist, ich finde, ich bin auch ziemlich gespannt. Man hat, ist, ne, hier drüben wird schon wieder gezittert, weil ich denke so, oh, okay, Männer in der Hauptrolle, Frauen als Love Interests, die Gefühle erwecken sollen. Hoffentlich geht es darüber Hoffen wir hinaus. mal. Also Biker-Gang ist natürlich schwer, Möglich ich wäre weiß es nicht. Aber ja. vielleicht sind sie auch, also das habe ich mich gefragt. Also es ging so heraus. Coole Biker-Gangs, die nur aus Frauen bestehen. Ich sage mal, Mad Max hat's vorgemacht. Okay. Just saying, Ich it's meinte aber happening. eher, dass es vielleicht dann ausgeglichen ist und dass es dann halt vielleicht, also dass die Aliens beide an sich diese Gefühle entdecken, sozusagen, weißt du? An sich und nicht an anderen, an Menschen. Weißt du, wie ich meine? Genau, aber dass sozusagen Menschen ihnen die Gefühle ja näher bringen, weil. Ja, also am besten wäre es natürlich, und das weiß man jetzt natürlich noch nicht so genau, wenn die Alien-Crew, die landet, schon nicht nur aus Ja, Männern besteht, sondern das eben meine aus ich ja, Männern und Frauen. dass Ach die so, alle da okay. reingehören. Das wäre ja mein Gedanke. Das wäre Ja, bestmöglich. okay. Gut, dann schwingen wir mal rüber zu den Serien-News und zwar geht's weiter mit Cursed. Cursed ist eine Arthur-Sage-Verfilmung, in der Catherine Langford, die ja aus 13 Reasons Why, also die solche Tote Mädchen lügen nicht, Serie stammt und die nimmt die Perspektive von Nimue ein. Und Nimue ist ja in der Arthur-Sage bekannt durch was, Julia? Durch nichts, ganz ehrlich. Lady in the Lake, Mann. Die wird doch zur Lady in the Lake und Lady of the Lake, I'm sorry. Und die ist jetzt mit dem Schwert, deswegen kommt das auch hier vor im Trailer, den wir in den Shownotes natürlich auch gepackt haben. Da kommt das mit dem Schwert vor und sie begibt sich dann mit Arthur auf die Reise, um Merlin zu finden. Und das Ganze wurde von Frank Miller und Thomas Wheeler als Comicbook oder Graphic Novel erstellt, sozusagen, entworfen, Entworfen. kreiert. Und das kommt aber auch demnächst raus, ist auch noch nicht draußen, aber das Ganze ist so ein bisschen Hand in Hand, was auf jeden Fall sich ganz cool anhört. Und Frank Miller ja auch für sehr gute Comicbooks bekannt ist, habe ich Bock auf das ganze Ding. Ja, ich habe schon vorhin zu Tom gesagt, der Trailer sieht ein bisschen aus wie die erste halbe Stunde von Carnival Row. Es ist halt wieder so ein Wir gegen die, Normalos gegen Magics.
Ja, mal sehen. Also wäre natürlich cool, wenn es irgendwas Neues dazugeben kann. Ist Frank Miller jetzt, finde ich, nicht unbedingt dafür bekannt, dass er besonders emanzipierte Frauenfiguren entwirft. Naja, ich meine, Aber genau. der Hauptpunkt ist ja halt auf Catherine Langfords Charakter diesmal. Also das ist ja schon weg von Arthur und Genau. das ist auch schon mal ein Schritt in eine gute Richtung, die dir gefallen könnte. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich meine, ich bin auch immer bereit für Gespräche über Sin City und Sin City 2. Gut. Dann, das war schon an TV-News. Diese Woche gab es irgendwie total wenig, ne? Beziehungsweise. Wenig. Aber dafür gibt es noch ein bisschen was unter Verschiedenes. Und zwar sind Kenya Barris, der Macher von Black-ish, und Pharrell Williams, der Sänger von Happy, ihr kennt es vielleicht, Schon mal, habt ihr schon mal gehört? habt es schon mal gehört, im Gespräch ein Musical über Juneteenth machen. Juneteenth ist ein Tag, der die Befreiung der Sklaven, endgültige Ja, Befreiung das der war Sklaven dann quasi war am feiert, Freitag, Leute, die, falls ihr das nicht mitgekriegt genau, am habt. Freitag. Am 19. Juni, deswegen Juneteenth. Die Idee ist, dass sie die Soldiers of the Union in Texas einmarschieren und sagen: So, Leute, jetzt aber Schluss mit Sklaverei, zumindest theoretisch. Und genau, dieser Musical-Film soll bei Netflix erscheinen. Die sind gerade im Gespräch. Es soll auch ein Stage-Musical geben. Über den Inhalt wissen wir noch gar nichts. Aber ich sag mal so: Die Idee, Kenya und Pharrell Williams zusammen zu sehen Ja, oder als Team zu ich sehen, weiß nicht, ob ich das get noch me brauche, excited. weil ich Black-ish Season 4 Episode 1 habe ich ja auch noch am Freitag empfohlen bei unserem Blog. Das ist die Juneteenth-Folge, wo es eine Hamilton-eske Musical-Stage-Performance gibt von der Black-ish-Crew, was die ganze Geschichte von Juneteenth erzählt, was super gut ist und ja. Naja, wenn Kenya Barris für was bekannt ist, dass er einfach genau das Gleiche Ja. nimmt und bei Netflix einfach was Neues draus macht. Way to go. Recycling, Oh, recycling. Recycling, that's how he does it. So, und dann gibt es noch, nachdem ich jetzt eigentlich eine ganze Folge lang gerantet habe darauf, dass wir hier so unterrepräsentieren, gibt es nämlich noch eine News, und zwar die Academy dieses Jahr ihre A2020-Ziele erreicht. Das war im Zuge von Hashtag Time's Up und Hashtag Oscars So White war das ihre Ideen, dass sie Frauen und nicht weiße Mitglieder bis 2020 verdoppeln wollen. Und jetzt gibt es einen weiteren Maßnahmenkatalog namens Academy Aperture. Öffnung 2025, das insgesamt für mehr Diversität in der Akademie selbst sorgen soll. Eine Maßnahme ist zum Beispiel, dass die Kategorie Bester Film auf 10 Nominierte erweitert werden soll, wird. Bisher war das ja immer so eine schwankende Ja, also Zahl, es war immer von Jahr zu um Jahr. irgendwie mehr Platz zu Ja. launen. Genau. Und der Akademiepräsident selbst sagt, to truly meet this moment, no, right now, we must recognize how much more needs to be done and we must listen, learn, embrace the challenge and hold ourselves and our community accountable. Academy leadership and our board are committed to ensuring that we continue to weave equity and inclusion into the fabric of every Academy Initiative, Committee, Program and Event. Und das ist natürlich, geht mir runter wie Öl, wenn das wirklich mal passiert und sich die Filmlandschaft vor und hinter der Kamera verändert. So ist es. Das wäre toll. Genau. Und die Oscars, ich habe im letzten Mal schon gesagt, dass es sich verschoben hat. Ich weiß nicht, ob wir das Datum gesagt haben, aber die finden jetzt am 25.04.2021 statt. Also schon wirklich ein ganzes Stück dahinter, um natürlich nochmal diese Corona-Phase ein bisschen zu öffnen für die Filme, die nicht rauskommen konnten in dieser Zeit. Aber ja, ich bin gespannt. Und was da noch denn kommen wird für diesen, also für die Oscar-Verleihung im nächsten Jahr, weil das würde ja, also theoretisch bedeutet das auch, wenn die Filme vor allen Dingen ja natürlich verschoben sind, dass natürlich in Deutschland auch dann ein bisschen mehr oder beziehungsweise wahrscheinlich oder hoffentlich früher die Oscar-Filme auch kommen, weil oftmals kamen die ja dann immer im November, Dezember oder sowas in den USA und dann erst im Januar bei uns und vielleicht wird das bedeuten, dass ungefähr der Schedule dann endlich mal etwas gleich läuft. Ja, dann sind wir schon durch mit unseren News für heute. Mal eine etwas kürzere Episode als sonst. Wir sind bei What to Watch und meine erste Empfehlung ist Dads. Das ist von Bryce Dallas Howard auf Apple TV Plus. Die hat da einen Blick auf verschiedene berühmte Väter geworfen. Das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt vor einiger Zeit. Jetzt ist es endlich draußen und die erste Folge war schon auf jeden Fall ein bisschen cute, muss ich sagen. Weil Father's Day ist ja in den USA heute, am heutigen Tag. Und von daher ist das natürlich schon ganz cute. Und ganz schön anzusehen. Und deswegen Shoutout auch an alle Väter da draußen. Oftmals macht ihr einen guten Job, aber gibt natürlich Ausnahmen. Ich habe nicht mit den Augen gerollt. Von mir auch ein Shoutout an alle Väter da Gut, draußen. dass du natürlich
nicht sichtbar bist hier in unserer neuesten Episodenvariante. Gut, dann eine Empfehlung habe ich noch, und zwar Wasp Not Network. Das ist ein neuer Netflix-Film, da wo es um Kuba und Spione und Russland geht. Und es spielt in den, oh, ich glaube 60ern war es, wenn ich jetzt mich richtig erinnere. Müsste in den 60ern gewesen sein. Ist ganz cool gemacht. Ich habe es geguckt, mir hat es gefallen. Viel Untertitel lesen natürlich für Leute, die nicht dem Spanischen und Russischen gleichzeitig mächtig sind. Aber es lohnt sich. Von mir gibt es dieses Mal keine neue Filmempfehlung, sondern ich habe mich ein bisschen von dem Hashtag Blackout Bestsellerlist inspirieren lassen, wo es bei Instagram darum ging, vor allen Dingen Bücher von schwarzen Autorinnen zu kaufen. Und ich habe gedacht, ich müsste mich jetzt einfach mal intensiver damit auseinandersetzen, Filme von schwarzen RegisseurInnen zu schauen, und habe mich inspirieren lassen von der Slate-Liste der Black Film Canon, wo die 50 besten schwarzen Filme zu sehen sind. Sind die gerankt und auch war eigentlich? Dann auf der. Nee, sind nicht gerankt, Gott sei Dank. Finde ich eigentlich immer ganz gut, wenn die gerankt sind. Schon, und war dann auf der Bibliotheksseite, weil von den Filmen, die dort auf der Liste sind, ist nahezu nichts auf den Streamingdiensten zu haben, was ich krass finde. Und ich habe mir jetzt ausgeliehen, Selma von Ava DuVernay, endlich mal. Habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich habe ihn letzte Woche geschaut. Und oh, Leute, wenn ihr ihn immer noch nicht gesehen habt, dann zahlt bitte das Geld auf Amazon Prime dafür. Er ist jeden einzelnen Cent wert. Ich glaube, der ist auch ein umsonst zur Zeit. Auch auf den, in, mit ja, VPN natürlich. Wenn du VPN hast, genau. Und dann habe ich mir noch ausgeliehen, Barry Jenkins Debüt, Medicine for Melancholy, und Dido Elizabeth Bell von Ama Asante. Das heißt, so eine ganz wilde Mischung, die ich mir da gerade aneigne. Finde ich total aufregende Reise, wenn man mal endlich außerhalb der eigenen weißen Filmbubble. Ja, ich guck da gerade mal so durch. Also den Großteil, muss ich sagen, habe ich gesehen hier. Bei den Filmen. Schulterklopfen. Nee, also guck mal, da ist auch Chef da. Was sagst du dazu? Chef. Du, der erste Chef-Film hat, glaube ich, seine popkulturelle Relevanz und ja. Also einige, wie gesagt, einige. Ich habe doch, glaube ich, den letzten Chef habe ich doch mit dir schon mal auseinandergenommen. Ja, ich glaube aber hier nur offline hier, off-air. Achso. Hast du dich beschwert drüber? Ich weiß noch. Deswegen frage ich so böse. Ja, aber auf jeden Fall eine ganze Menge coole Filme, und wie gesagt, einige sind davon auch, wie wir schon in den letzten Malen gesagt haben, auf der Criterion Collection zu erhalten, beziehungsweise online über VPN kostenlos für euch zur Verfügung gestellt, und es sind vielleicht noch ein paar Stunden, die ihr gucken könntet. Watchmen, die erste Staffel, ist auch gerade auf HBO kostenlos erhältlich. Also checkt das nochmal aus. Es lohnt sich auf jeden Fall auch, dort reinzugucken. Ihr werdet wahrscheinlich dann natürlich nicht alles mehr schaffen, bis es nicht mehr, bis es wieder offline ist oder beziehungsweise per Bezahlung nur erhältlich ist. Gut, dann war es das von unserer Seite aus. Vielen Dank für Zuschauen, Zuhören und Kommentieren auf all unseren Kanälen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr immer noch Sehnsucht habt, findet ihr uns natürlich auf @DropMacOfficial in jeglicher Form für Reviews, Interviews oder Movie Poster Talk. Also, schreibt uns und lasst uns wissen, wie es euch so ergangen ist die Woche. Bye! Bye!